willkommen zu unserem Tagesgespräch. Begrüße ich jetzt die gerade wiedergewählte Bundesvorsitzende der Jusos, Johanna Ueckermann. Frau Ueckermann, auf dem Bundesparteitag werden Sie jetzt auf Genossen treffen, die vielleicht gerade nicht so gut auf Sie zu sprechen sind. Sie hatten die Bundeskanzlerin quasi gelobt für ihre Arbeit in der Flüchtlingskrise. Das wiederum hat einigen in der SPD, zum Beispiel Hubertus Heil, so gar nicht gefallen. Da gab es Kritik. Wird es jetzt ungemütlich für Sie oder ist das schon wieder Schnee von gestern? Ja, ich glaube, die Kritik, die Jusos hatten, die ist durchaus angekommen und es war auch notwendig, dass wir diese Kritik geäußert haben. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir bei diesem Bundesparteitag unser Profil auch als SPD schärfen, dass wir klar sagen, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit, wir sind die Partei der Solidarität und das erwarte ich mir jetzt auch in den nächsten 3 Tagen. Und konkret, mit welchen Themen wollen Sie Ihr Profil schärfen? Dieser Bundesparteitag findet natürlich in einer Zeit statt, die nicht ist wie jede andere. Wir haben eine große Herausforderung vor uns, insbesondere mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Da erwarte ich mir, dass die SPD klar signalisiert, wir sind die Partei der Solidarität. Wir stehen an der Seite der geflüchteten Menschen, die zu uns kommen. Wir stehen an der Seite auch der Menschen, die jeden Tag vor Ort dafür kämpfen und dafür sorgen, dass die Integration sehr gut funktioniert. Da erwarte ich mir weitere Signale. Ich glaube, gleichzeitig neben der Asyl- und Migrationspolitik ist es enorm wichtig, dass wir auch andere Themen auf der Agenda behalten, dass wir insbesondere auch über gute Arbeit sprechen. Als SPD sind wir die Partei der guten Arbeit und dass wir vor allem auch in die Zukunft diskutieren. Also wie stellen wir uns Familie in Zukunft vor? Wie können wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft dahingehend weiter stärken? In einem Schreiben für Ihre Kandidatur für den Bundesvorsitz der Jusos haben Sie geschrieben, dann, dass man es als Jungsozialistin mit der SPD zurzeit nicht leicht hat. Was meinen Sie damit? Na, für die Jusos ist manche Politik der Großen Koalition schwierig. Also insbesondere zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung war etwas, was uns gar nicht gefallen hat. Aber auch die letzten Asylrechtsverschärfungen, die von der Union nach vorne gebracht wurden und von der SPD in der Bundestagsfraktion mitgetragen wurden, ist etwas, was große Kritik einfach auslöst. Deswegen sagen wir immer, wir haben es nicht einfach. Aber wir sind als Jusos auch immer kritisch mit unserer Partei. Wir sind aber auch, ich will sagen, der Herzschrittmacher der SPD. Und darum wird es jetzt auch bei diesem Bundesparteitag gehen, dass wir neue Impulse setzen, dass wir als Jusos die Kritik, die wir formulieren, auch ummünzen in schöne Forderungen, progressive Forderungen, um die SPD voranzubringen. Ich glaube, die SPD, die braucht auch eine Jugendorganisation wie die Jusos, die einfordert, dass wir mutig sind, dass wir vorangehen und dass wir eine klare Haltung haben. Denn nur wer eine klare Haltung hat, der überzeugt auch die Menschen und begeistert sie für die eigenen Ideen. Klare Haltung, wie zum Beispiel sieht die aus in der Flüchtlingspolitik, wenn Sie das nochmal konkret mit ein paar Beispielen benennen könnten? Bei der Asyl- und Flüchtlingspolitik bedeutet das natürlich zuallererst, wir stehen an der Seite der Geflüchteten. Es darf keine Obergrenzen geben, es darf keine Einschränkungen des Asylrechts geben. Da muss es ein ganz klares Signal geben. Und zweitens heißt klare Haltung auch, dass wir für den Zusammenhalt in der Gesellschaft stehen müssen. Das heißt, wir sind diejenigen, die jetzt auch die Integration anpacken. Wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass es keine Verteilungskämpfe gibt, dass wir mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren. Und ein Anliegen, was mir als Jusos oder also mir und den Jusos besonders wichtig ist, ist, dass wir uns auch um die jungen Leute kümmern, die zu uns kommen. Also um die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zum Beispiel, dass die gut untergebracht sind in kleinen Wohngruppen, dass sie einen schnellen Zugang zu Bildung haben, zum Arbeitsmarkt. Und wir werden auf diesem Bundesparteitag auch nochmal dafür kämpfen, dass es ein Signal gibt, dass junge Leute eben auch schneller an die Unis können, an die Hochschulen. Denn ich glaube, gerade Bildung und der Zugang zum Arbeitsmarkt sind immens wichtig, wenn es um die Integration geht. Sie haben jetzt gerade selbst von schönen Forderungen gesprochen. Wie groß ist denn, die schönen Ideen sind ja das eine, aber wie groß ist denn Ihr Einfluss auf die SPD, auf die Mutterpartei? Wie ernst werden Sie da genommen? Na, viele in der SPD waren selber früher bei den Jusos aktiv und wissen eben, wie wichtig es ist, dass man auch einen impulsreichen Jugendverband hat, der mal kritisch ist, der aber vor allem eben neue Ideen reinbringt. Von daher bin ich mir sicher, dass unsere Ideen auch gut aufgenommen werden. Wir stellen auch viele Delegierte auf diesem
Bundespartei zeige. Ich bin da sehr zuversichtlich. Es gab von Ihnen ein quasi Lob für die Bundeskanzlerin, eine 4- für den Vizekanzler. Diese Note haben Sie Sigmar Gabriel für seine Politik in der Großen Koalition und als Parteivorsitzender gegeben. Was schreiben Sie, um jetzt hier mal in diesem Bild zu bleiben, ihm ins Zeugnis? Na, erstmal war das Lob für Angela Merkel ja tatsächlich kein Lob von mir. Das ist, finde ich, echt ein bisschen zu weit gegriffen. Aber es ist natürlich klar, dass ich andere Anforderungen an den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands habe als an eine CDU-Vorsitzende. Von daher bin ich sehr gespannt, wie Sigmar Gabriel auf diesem Bundesparteitag agieren wird. Ich erwarte mir von seiner Rede ein klares Signal, dass er die Strategie oder dass er eine Strategie hat, wie er 2017 auch Mehrheiten für uns erringen will. Wir als Jusos haben sehr deutlich gemacht, dafür braucht es eine klare Haltung, dafür braucht es vor allem auch mehr Mut. Dafür müssen wir unser Profil als ja, soziale linke Partei auch schärfen. Und da ja, würde ich einfach mal sagen, abwarten, wie Sigmar Gabriel sich auf diesem Bundesparteitag auch schlägt. Würden Sie seine Kanzlerkandidatur unterstützen? Na, er ist im Moment natürlich Parteivorsitzender und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit morgen auch wiedergewählt. Damit ist er natürlich in einer aussichtsreichen Position. Ich glaube, damit Sigmar Gabriel für seine Kanzlerkandidatur die ganze Partei hinter sich vereint, versammelt, müssen eben genau diese Anforderungen erfüllt sein, die wir als Jusos auch formulieren. Also klare Haltung, klares Profil auf soziale Gerechtigkeit und vor allem Mut am Vorangehen. Ich glaube, es ist falsch, sich von Ängsten leiten zu lassen. Ich glaube, es ist auch falsch, ja, Angst zu haben, mit den eigenen Überzeugungen und Ideen zu scheitern, sondern da muss man eben klar stehen, um auch Leute zu begeistern. Und dann wird sich sehen, wie das ausgeht. Noch ganz kurz Ihre Einschätzung. Kann er das denn klar stehen und Leute begeistern oder könnte jemand anderes das besser machen in der Partei? Ich würde sagen, wir müssen mal abwarten, wie dieser Bundesparteitag läuft. Ich denke, Sigmar Gabriel wird morgen eine Rede halten, die auch viele nochmal überzeugen wird, die auch hoffentlich ein Aufbruchssignal an die Partei sendet, dass man gemeinsam vorangehen will. Das ist zumindest das, was wir uns als Jusos erhoffen und dass er auch ein Angebot formuliert, insbesondere an uns, dass auch junge Leute beteiligt werden in dieser Partei, dass auch junge Themen auf die Agenda kommen und wir so, wie gesagt, gemeinsam mehr Menschen davon überzeugen, dass die SPD die richtige Partei in dieser Situation ist. Vielen Dank, Johanna Ueckermann, für dieses Gespräch.